Hallo, hier ist euer Raginari. Heute habe ich was ganz Interessantes für euch und zwar eine indische Limonade. Die ist aus der Frucht des Essigbaums und der wird auch Hirschkolben-Sumach genannt. Und diese kleinen Kolben, die man immer am Essigbaum sieht, diese roten, da denkt man so, ja, was ist das? Die beachtet man eigentlich weiter gar nicht. Aber ich habe hier mal welche am Baum gepflückt. Ich zeige euch die mal. So sehen die aus. Und diese kleinen roten Dinger hier, das sind alles kleine rote Früchte. Und die kann man einfach so abperlen. Dann nimmt man so zwei, drei Stück von diesen Kolben, je nach Größe und je nachdem, wie viel Limonade ihr haben wollt. Das schmeckt sehr angenehm, so süß-säuerlich. Das ist ein sehr gutes Erfrischungsgetränk. Und das Wichtigste ist, es ist ganz reichhaltig an Vitamin C. Und da man da keinen Tee von macht oder es irgendwie abkocht, wo Vitamin C ja durch Hitze zerstört wird, sondern eben man einfach nur diese Kolben nimmt. Kann man ganz normal eine Flasche Leitungswasser nehmen. Und Leitungswasser kann man energetisieren, indem man das einmal schön schüttelt. Dann entsteht hier so ein Wirbel. Dadurch werden die Cluster vom Wasser verbessert und die ganze Qualität vom Wasser verbessert sich auch. Und dieses Wasser, das gibt man einfach hier. Die Essigbeeren. So, und dann stellt man das in den Kühlschrank und lässt das am besten 24 Stunden ziehen. So, und Vitamin C ist gut fürs Bindegewebe und gut fürs Herz-Kreislauf-System und fürs Immunsystem. Und naja, dann warten wir mal 24 Stunden und dann sehen wir uns wieder. Tschüss!